Erst einmal eine Zigarette. Damit dürfte in Schweden bald Schluss sein. Rauchen in Cafés und Bars ist hier seit Jahren verboten. Nun soll es auch denen an den Kragen gehen, die mit ihrem Glimmstängel vor die Tür gehen. Ab Juli darf vor Restaurants nicht mehr geraucht werden, auf Terrassen auch nicht und ebenfalls nicht auf Spielplätzen und an Haltestellen. Wer das Verbot missachtet, wird selbst nicht zur Verantwortung gezogen. Haften muss der Betreiber eines Cafés. Ich bin da skeptisch. Das sollte doch jeder für sich selbst entscheiden. Es sollte Plätze geben, an denen man rauchen darf und solche mit Rauchverbot. Ich finde es okay. Es ist richtig. Man muss die Menschen schützen, auch wenn es hart ist, so zu argumentieren. Ein Plausch beim Bier und Zigarette. In Stockholm dürfte das bald der Vergangenheit angehören.